Jo Leute, willkommen. Neuer Siege gegen Lead und Advent. Ihr seht, wir sind schon mittendrin. Wir werden mal irgendwie wieder so gegangbankt. Aber ja, sollen uns nicht großartig kümmern. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem und da würde ich. Okay, ich würde sagen, wir mirren ihn einfach. Schauen, wer mehr RNG-Glück hat. Die Antwort kenne ich sowieso. Ich werde es nicht sein. Aber unsere Lauren ist schneller, das heißt, wir attacken seine Lauren. Wow. Ciara auch. Oh, 800 IQ, ne? Ciara und Banner von mir haben ja Will, nur Lauren hat nicht Will, ne? Okay. Wir bomben Perner und detonaten und stunnen hoffentlich. Wunderbar. Scheiße. Ich dachte irgendwie, dass Perner vor Lauren drankommt. Okay. Oh, das war ja Proc. Na gut. Dann mirror mal weiter. So, Perner first life. Jetzt kommt es dann wieder auf die Procs an. Oh. Können wir killen? Nein, leider nicht. Aber wir haben Bombe für Ciara. Jo, ich glaube, Damage wird zwar nicht reichen. Können wir killen? Nein, nicht ganz. Aber gut, halb so wild. Wir haben sowieso einen Vorteil von Perner. Perner hat ja noch ihr Second Life. Okay. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen ausgeglichen so mit dem Prox, oder? Okay, wir haben hier einen mit Mihail, Darien und Molly. Haben halt nicht viel Damage, dafür halt einen Haufen Heal. Auch einen fetten 50% Resistance Lead. Und das Darien Passive. Ich nehme aber trotzdem Fire Twins und Jasun. Überlegung war aber irgendwie, ob ich was mit Immunity nehme, also halt Fran. Ich möchte mir aber Fran aufheben, also wenn wir irgendwie nicht Turn 1 sterben, glaube ich, haben wir ganz gute Chancen. Okay. Und ich glaube, wir kommen eh vor Darien dran. Ist das richtig? Nein, aber okay, er geht auf. Okay, das war ein Revenge wieder. Gut, wir stunnen euch. Okay, noch mehr Revenge. Tja, dann lass halt zweiten Skill auch usen, weil ja nicht so viele Stunts. Holy shit, der Resistance Lead. Okay. What the fuck hier? Überhaupt kein Damage. Bin mir gar nicht gewohnt. Puh. Okay. Dann nochmal mir auf jeden Fall. So, bitte stunnen. Molly zumindest. Okay, auch nicht. Oh shit. Läuft gerade nicht so wie erwartet. So, lass den Heal mal aufheben. Oh. Bitte revenge mich nicht. What the fuck, hey, es wird überhaupt nichts gestunt. Okay. Oh mein Gott, hey. Werde ich gerade vom Resistance Lead zerstört? Schaut so aus, ne? Okay, du crittest mich und killst mich. Sehr gut. Okay, wir machen den hier. Luis, Wind, Monkey, Rakan. Okay, das ist mein Team. Kali, Raccooni und Luis. Es wird so ein bisschen länger dauern. Fran und Genny wären natürlich overpowered, keine Frage. Aber möchte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen aufsparen noch. Überhaupt Fran. So. Ich würde sagen,
Wir buffen erstmal und schauen wir mal, dass wir als erstes killen. So. Lass mal noch warten. Im Newton. Bis Rakan sein Shield unten hat und dann killen wir Rakan als erstes. Einfach so. So, goodbye Rakan. Dann heilen wir mal voll. Und beruhig dich. Geben Kali den Turn, dass sie halt wieder schnell ihre Skills bekommt. Wir hätten eigentlich gerade buffen sollen, was soll's. Okay, Raccoon hat auch wieder zweiten Skill, das ist gut. So, Attack Buff, ne? Wer von den Paladins kann mehr procken, geben Kali den Turn. Sollte reichen, trotz Shield. Jo. Und ja. Single Monkey halt über. Hätte man vermutlich auch mit dem Copper Bulloser machen können. Zum Beispiel. Solche Defenses, keine Ahnung. Da fehlt irgendwie so ein Wasserding einfach, also. Ja. So, nächster Sean Perner Artemil. Probiere ich jetzt mal mit Bale Lucian und Bastet. Ich hoffe, dass wenigstens Lucian irgendwas killt, dass Bale seine Stacks bekommt. Bale ist ja auf Will. Das heißt, Sean wäre uns relativ egal. Aber es müsste halt wenigstens irgendwas sterben. Ich hoffe, dass Artemil stirbt, okay. Artemil stirbt leider nicht. Dafür Lucian. Aber hey, wir haben immerhin 5 Stacks, aber das bringt uns jetzt auch nicht viel. Schauen wir mal. Gut, Artemil Perner ist down. Bale müsste überleben. Was ein Problem ist, weil Perner. Ach, warum musst du mich stunnen, hey? Fuck you. Und natürlich, wir haben. Ach Gott. Ja, Prockenreihe ist eh okay. Das ist schon wieder so Bullshit, wirklich. Dieser scheiß Paladin, ich hasse ihn so sehr hier. Okay. Neuer Plan: Fran, Theo und Mephisto. Wir versuchen halt einfach Perner zum One-Shotten. Deswegen halt Mephisto. Mehr macht der Typ eh nicht. Momentan einfach irgendwie eines der schlechtesten Net 5s. Obwohl die ganzen Demons eigentlich nicht so besonders sind. So. Natürlich Perner moved nicht. Können wir euch killen? So. Ja, lass die hier hochhealen. Können wir dich jetzt killen, bitte? Danke. Und ihr geht schön auf Mephisto, hoffe ich. Gott, 5k Damage. Gott. Okay, danke für den Vioproc, Fran. Unglaublich. Kann man Defense breaken? Nein, warum auch? Okay, jetzt gehen sie mittlerweile auf Theo. Komm hier, hör auf zum Resisten. Wow. Okay, der war nice. Sollte ich irgendwie Sean zuerst killen. Probier mal zum Defense Breaken. Into Double Revenge. Hey. Ich schwöre, wir verlieren das auch schon wieder, ne? Ich
So, ich mach nicht mal Damage. Holy shit. Ey, leck mich doch, ey. Kann ich irgendwann mal wieder drankommen? Was geht denn mit Sean, ey? Unmöglich, irgendeinen Defense-Buff zu landen, hä? 700.000 mal Revenge sie. Ja, komm her. Ich schwöre, dieser Mephisto ist so ein Trash-Monster. Unglaublich. Wirklich. Okay, ich versuche die mal zu koppern. Ich glaube, das geht. Ich denke, Bulldozer hat genug Damage. Also Ultimate wird es um die 40 KP haben. Wir geben Copper den Turn, killen Sean. Ich weiß, es wird wirklich Zeit, dass dieser scheiß Paladin einfach useless wird. Wirklich. Nerf zu Tode hat die. Ja. Schau. Was ist gerade. Das ist doch nicht dein Ernst, hey. Fucking Ultimate hat gerade meinen Defense Buff gestrippt. What the fuck einfach. Er macht genau das, was er machen muss, hey. Bulldozer hat auch noch nichts gehört von Stun, ha? Huh? Wahnsinn, was geht ab? So. Stirb, du Bastard. Stirb. WTF, Mann. Also ein Trash Artemil auf HP, HP, HP oder irgend so, weil Damage macht er eh keinen. Ugh. Ekelhaft. Okay. So, aber das gewinnen wir jetzt. Danke. Wir hätten hier einmal Kaemon Orion's Google, würde ich sagen, Double Rock Jungen mit 100% Resistance. Und Harmonia mit 90% Resistance. Was soll schief gehen, hä? So, natürlich Defense Break, aber okay. Ja, lass cleansen, ey. Ich vertraue dem Ganzen irgendwie nicht. So, ich hasse es, wenn das irgendwie passiert. So, The Rock von Trossar kommt und da kann ich dritten Skill auf Skogul machen und ihn dann vielleicht killen. Ich glaube nicht. Machen wir noch ein bisschen Damage halt. Okay, Skogul hat jetzt das Shield. Dann arbeiten wir halt ein bisschen an Orion. Oh Gott. Haben wir Heal. Okay. So, jetzt könntest du Wireproppen. Aber natürlich nicht. Damage auf dich. Okay. Selbst wenn Skogul jetzt stirbt, braucht man nichts machen. Solo Rock macht einfach zu viel Damage. Okay, Sean, Bernard, Chiana. Mache ich mal Wind, Panda, Velatru, Mihail. Nicht die beste Idee. Wegen Chiana, ne? Eh klar. Aber ich möchte trotzdem einfach. Vielleicht haben wir ja Glück und Chiana derbt ein bisschen. Okay, kein Glück. Lass trotzdem hier Defense Buff machen und Heal. Okay, Sean hat kein Provoke gemacht. Lass mal auf Chiana gehen. Okay. Immer noch kein Provoke.
Gut. Tja. Das Perna resetten. Okay. Oh. Kann man irgendwas resisten? Nein. Okay. Jetzt kommt dann der Endless Probe, oder? Was geht mit der ab? Hey, können wir Perna killen? Mit deinem Bioprox. Hey, hör mal auf, Fijiana, Mann. Hat er auch kein Cooldown. Gut, Mihail ist down. Okay, Gianna hat gerade Strip raus. Dann lass Immunity machen. Wir müssen Gianna killen. Landen einen scheiß Defense Break, wirklich. Gut. Sie hat eh wieder. Ja. Bringt eh nix. Resistance auf meinem Panda gibt's auch nicht. Komm, Bella Tool, mach mich stolz. Was? Natürlich muss er jetzt proppen. Na, wir hätten Sanctuary ready gehabt. Ich schwör, wie viel scheiß Pech habe ich schon wieder in diesem Guild, in diesem Siege? Ja, was? GG. Das regt mich so auf, wirklich. Man pendert auch so viel Resistance. Und es ist, als ob er wirklich, als ob er null Resistance hätte, ohne Scheiß. Schauen wir mal. Lass mich sowas probieren. Wenn Gianna irgendwie trotzdem schneller ist als meine Tiana ist. Okay, Gott sei Dank. Gianna hat gedörbt. Obwohl ich trotzdem nicht weiß. Ich glaube, wir sind trotzdem tot. Aber ich kill jetzt erstmal Gianna. Sean provoked uns nämlich. Und Stunt Theo, das ist doch nicht dein Ernst, hey. Jo, schau mal. Provoke into Provoke, hey. Ich schau, was geht ab? Können wir dich jetzt... Naja, du fallst eh nicht um, oder? Oh ja. Aber Perna crittet mich, stunt mich. Was soll ich noch sagen? Komm, kill meinen Theor. Ja. Deine einzige Chance. So, reduce, freeze. Wahnsinn hier. Wirklich. So, der letzte. Busa, Wind. Panda Okeanos gegen Sean, Kuma und Skogul. Ich lasse mich überraschen. Mein Panda macht ja nicht besonders viel Damage. Ja, zu wenig Energy. Aber wir haben halt alles. Immunity, bisschen Heal, Stunts, Resets. Wird schon schief gehen. Würde ich sagen, wir stunnen direkt mal. Okay. Kuma rausgeprockt. Schön für dich. Geh mal aufs Google. Resetten Google. Können wir sleepen oder so? Resisted. Macht nix, gut. Damage aufs Google. Noch mehr Damage aufs Google. Noch mehr Damage aufs Google. Oh, nice Crit von Usa. Gut, Google hat auch gerade geprockt. Sollen wir doch schauen gehen. Damn, I'm good. Ich glaube, das ist irgendwie besser. Okay. Der Sleep war jetzt natürlich... Ja. Können wir den Silence zurückwerfen? Hm, nice. Gut. Dann Damage auf dich. Wir haben, glaube ich, ist an, oder?
Johanna. Triple Stun, gut. Kommt Damage auf dich und Wuzer killt. Wunderbar. Resetten. Gut, kein Bioproc von Skogol, das heißt noch ein Defense Break oben. So, wieder zurück. Nice. So, bisschen healen. Bisschen stunnen. Und Kuma resetten. Du killst. Immunity brauchen wir nicht mehr. So. Okay, kein Defense Break. Jetzt vielleicht. Okay, nice. Und Crit Kill. Wunderbar. Okay, das war's, glaube ich. Jo, das war's. War irgendwie schon wieder keine Ahnung hier. So. Teilweise total unlucky. 90 Punkte. Hey, was ein Fail. Also 6 zu 4, 6 Wins, 4 mal verloren. Jo, was soll ich machen? Ich hoffe, Gillies carryen mich, ansonsten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.